Hi zusammen. Ich bin's wieder, eure Hexe, und ich habe ein bisschen an einem Video gearbeitet zu New World, zu der Beta. Und ich habe gedacht, ich lasse euch da jetzt mal dran teilhaben. Dort erkläre ich so ein bisschen die Sachen, die halt jetzt so in dem Spiel ablaufen werden mit dem Crafting, den Kämpfen, den Fähigkeiten und sonstige Sachen. Und am 31.08., wenn das Spiel hoffentlich rauskommt, werde ich ja auch live auf Twitch sein. Seid gern dabei. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Ja, was ist denn New World? Also New World ist auf jeden Fall ein MMORPG aus dem Hause der Amazon Game Studios, die bisher leider nicht wirklich so gute Games jetzt auf den Markt gebracht haben. Man erinnert sich an Crucible, das jetzt zuletzt wieder eingestampft wurde. Ja, und New World ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem Fokus auf PvP und PvE-Content. Zuerst gab es nur PvP-Content, aber im Laufe der Entwicklung des Games hat man sich entschlossen, PvE-Content mit dazu zu bringen. Also in New World kann eigentlich wirklich alles eingesammelt werden. Und alles, was ihr dort einsammelt, hat auch ein Level. Zum Beispiel Bergbau oder Häuten und Pferden lesen. Und dadurch, dass ihr diese Aktivitäten halt macht, levelt ihr diese auch. Die gehen bis 200. Und desto höher man kommt, desto bessere und seltenere Materialien und Tiere kann man töten und verwerten. Aber um auf Level 200 zu kommen, muss man natürlich sehr viele Sachen einsammeln. Das heißt, wenn ihr durch die Weltgeschichte rennt, am besten einfach alles mitnehmen oder einfach mal eine Stunde sagen, ich bin jetzt nur am Farmen und ja. Es ist auf jeden Fall sehr interessant inszeniert worden, finde ich. In New World gibt es auf jeden Fall ein sehr ausgeprägtes und auch vor allen Dingen auch wichtiges Crafting-System. Es gibt insgesamt 10 verschiedene Crafting-Stellen, wo man auch auf jeden Fall Sachen einschmelzen kann oder das Leder gerben kann. Auch Bauholz zusammenbauen kann für seine Möbel, denn es gibt auch Housing, was ab einem bestimmten Level freigeschaltet wird. Finde ich sehr cool. Und desto höher ihr eure Fähigkeiten im Crafting selbst verbessert, also für jede einzelne Stelle gibt es ein eigenes Level. Und habt ihr zum Beispiel Schmiede auf 100, könnt ihr natürlich viel bessere Sachen schmieden als vorher. Aber es ist halt auch die Sache, man muss am besten die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen craften, um es halt zu leveln. Wenn ihr aber zum Beispiel Schmiede jetzt hoch habt, aber zum Beispiel das Schmelzen oder das Steinmetzen nicht so hoch, dann solltet ihr ein kleines Problem haben. Ihr solltet schon schauen, dass ihr eure Sachen auf jeden Fall gleich viel hoch bekommt. Ist nicht immer so das Einfachste, aber es ist möglich. Und solltet ihr euch eure Traumrüstung endlich zusammengecraftet haben, solltet ihr euch auf jeden Fall auch für einer der 11 Waffen entscheiden. Es gibt vom Schwert und Schild bis hin zur Muskete, dem Flammenstab, den Heilungsstab natürlich auch, aber auch massive Zweihänder. Noch dazu können Waffen und Rüstungen angepasst werden, optisch mit Farbe und auch bestimmte Skins, die man wahrscheinlich auch im Echtshop erwerben wird. Unter anderem gibt es aber noch Edelsteine, die man beim Abbauen von Ressourcen erhalten kann, in der Schmelze dann veredeln kann und diese dann auf die Waffen oder auf die Rüstung packen kann, aber nicht wieder abgenommen werden kann. Das heißt, diese Sachen sind weg. Habt ihr diese dann reingepackt, werden euch bestimmte Bonis noch dazu gegeben. Das ist aber immer etwas zufällig, wie stark es ist und welchen Wert eure Rüstung auch hat. Und hat man jetzt seine Rüstung, seine Waffen, seine Skills, alles dabei,
und fühlt sich damit super stark und geht in den Kampf, muss man sagen. Er ist ziemlich dynamisch manchmal und aber auch ziemlich simpel. Auf jeden Fall ist zu raten, dass man bei manchen Kämpfen, vor allem in Bosskämpfen, nicht nur blöd, stur auf den Gegner draufhaut, sondern auch wirklich blockt und dodgt. Ich finde, das macht es so ein bisschen aus und kann einem wirklich auch den Hintern retten. In Kombination mit den Fähigkeiten und den passiven Fähigkeiten macht es manchmal richtig, richtig Spaß, den Leuten einfach den Kopf abzuhauen. Ja, und was ist eigentlich mit Regeneration, Leben, Heilen, Magie? Also da ist New World auch ziemlich klassisch. Es gibt Heiltränke, es gibt Magietränke, es gibt Tränke, die einem mehr Resistenzen verleihen, es gibt Tränke, die einem mehr Schaden verleihen. Es gibt auch Essen, was in dem Sinne auch einen ziemlich bufft. Und zwar gibt es in New World keine normalen Lebensreg. Das Leben regeneriert sich mit der Zeit nur, wenn man was gegessen hat und auch satt ist. Was ich ziemlich interessant finde. Noch dazu hat man insgesamt 4 Slots, die man auch für Level freischaltet. Am Ende, am Anfang sind es nur 2. Und sollte man einen Trank nehmen, wenn man wenig Leben hat. Man spielt aber mit Mana und hat auch wenig Mana. Sollte man sich entscheiden, denn sobald man einen Trank getrunken hat, ist der Cooldown für den anderen Trank auch neu gestartet. Das heißt, man kann gar keinen Trank nehmen. Man muss also überlegen, was mache ich jetzt? Brauche ich Leben? Brauche ich Mana? Und solche Sachen. Finde ich ziemlich interessant und hatte ich so bisher noch in keinem MMO gesehen. Ja, und jede der verschiedenen Waffen hat natürlich auch eine eigene Skill-Linie mit passiven und aktiven Fähigkeiten, die ihr jeweils levelt, wenn ihr mit dieser Waffe auch aktiv spielt. Es reicht also nicht, sie einfach ausgerüstet zu haben. Ihr müsst damit wirklich auch Kills machen und Schaden am Gegner machen. Und die Skillbäume an sich sind echt übersichtlich. Zumal bei den Waffen, aber wie auch bei den Reiterfähigkeiten, wo drunter dann Herstellen, Veredeln und Sammeln aufgelistet ist. Herstellen ist schon wie erwähnt die Skillleiste oder eher Levelleiste von den verschiedenen Crafting-Stationen. Und das Veredeln erklärt sich ja selbst, genauso wie das Sammeln. Alle diese Tätigkeiten lassen sich auch bis 200 leveln. Und wie schon erwähnt, wenn ihr höher seid in gewissen Leveln, werdet ihr höhere Sachen eher finden und vor allen Dingen auch abbauen können, was fürs Endgame wirklich wichtig ist. Ja, und wie levelt man am besten solche Skillbäume? In New World auf jeden Fall mit allem. Man bekommt wirklich mit allem EP. Ob man jetzt einen Baum fällt oder einen Boss killt. Natürlich sind die EP-Zahlen da natürlich sehr unterschiedlich, aber rein theoretisch, wenn man Lust hat, könnte man 24/7 nur Bäume fällen und würde trotzdem irgendwann auf Level 60 kommen, was bisher das vermutlich höchste Level sein wird. Aber ich denke mal, da wird in Zukunft wahrscheinlich noch was dran gemacht werden. Ja, und wie es sich halt für ein MMORPG gehört, gibt es natürlich endlose Quests. Hauptquests, Nebenquests, Siedlungsquests, wo man die Siedlung, in der man gerade ist, Sachen aufwerten kann und verbessern kann, was teilweise auch vonnöten ist, weil wenn man jetzt in seiner Siedlung, die man auch als Hauptsiedlung zum Zurückkehren im Gasthof wählen kann, dort Crafting-Tische hat, die nur Stufe 1 sind, kann man einige Sachen einfach nicht herstellen. Und dann gibt es im Haupthaus in der Siedlung einen Tisch, wo man ein Projekt starten kann, wo jeder sich dran beteiligen kann
um die gewissen Sachen einfach aufzuwerten, um sie aufs Max-Level zu kriegen, damit man natürlich auch die besseren Sachen herstellen kann, um sich besser auszurüsten. Noch dazu gibt es natürlich PvP-Quests, die man bei der jeweiligen Fraktion beim Fraktionsleiter abholen kann. Es gibt einmal welche fürs PvE und fürs PvP. Die kann man bis zum Umfallen machen. Also immer wenn man die dann wieder abgeschlossen hat und dort abgibt, kann man sich immer wieder neu holen. Und es gibt sowas ähnliches wie ein schwarzes Brett, das auch im Zentrum der Siedlung meistens steht, wo auch unzählige, unendliche Quests gemacht werden können, die aber bisher leider ziemlich monoton sind und sich immer wieder wiederholen. Ja, und natürlich das klassische Hauptquest, Nebenquests, die sich leider im Moment nicht so wirklich stark anfühlen, aber ich hoffe, da wird noch etwas dran geändert. Ja, und sollte man mal zufälligerweise wegen einer Quest durch die halbe Map rennen müssen, gibt es zum Glück auch ein Schnellreisesystem, was jetzt im Moment nicht wirklich so toll ausgeklügelt ist noch, aber es ist auch nur ein Beta. Und zwar gibt es verschiedene Schnellreisepunkte auf der Map überall, die man entdecken kann. Man muss sie aber zuerst entdeckt haben, sonst kann man dort nicht hinreisen. Und man kann auch von diesen Punkten aus in Siedlungen, also in den Hauptstädten hin, die man auch bisher dann finden musste und besuchen musste. Vorher kann man nicht einfach irgendwo hinreisen. Ist auf jeden Fall interessant, aber auch manchmal echt lästig, vor allen Dingen, weil es eine bestimmte Währung, ein bestimmtes Material jedes Mal kostet und das nicht wenig. Und dieses Material ist auch nicht haufenweise zu finden. Und deswegen sollte man sich überlegen, ob man jetzt wirklich eine Schnellreise macht oder ob man einfach jetzt mal 5 Minuten läuft. Auf jeden Fall gibt es keine Reittiere. Das ist auch bisher noch nicht geplant. Ansonsten wäre aber nicht schlecht, muss ich sagen. Noch dazu kann man sich jederzeit ein Zelt aufbauen, wo man sich ausruhen kann, um zu heilen. Wichtige Ressourcen herstellen kann, wie Tränke, Essen, Werkzeuge, um Sachen abzuholzen und auch ein einfaches Holzschwert. Erinnert etwas an Minecraft auf jeden Fall. Und ihr könnt jederzeit zu diesem Zelt zurückkehren, wenn ihr gestorben seid. Damit ihr nicht ewig lange Wege wieder laufen müsst. Ihr könnt auch, wenn ihr von jemand anderem ein Zelt seht, dahin gehen und es auch als euer Spawnpunkt markieren. Ja, und wie zuvor schon erwähnt, gibt es Fraktionen. Das kann man so ein bisschen wie Gilden, also PvE-Gilden, vergleichen, wo man sich anmelden kann. Es gibt insgesamt 3, und zwar einmal die Marodeure, das Syndikat und das Bündnis. Und ab einem gewissen Level kann man sich einer dieser Fraktionen anschließen. Ihr solltet aber schauen, wenn ihr zusammenspielen wollt, dass ihr zusammen in einer gleichen Fraktion seid. Seid ihr in einer feindlichen Fraktion, könnt ihr nicht zusammenspielen. Ich hoffe, das wird noch bearbeitet, dass es sich nur aufs PvP auswirkt. Ja, und ab einem bestimmten Level kann man sich auch den Fraktionskämpfen anschließen. Und zwar kämpfen nämlich alle 3 Fraktionen in Echtzeit auf der PvE-Map um die Siedlungen und die Gebiete. Solltet ihr in einem Gebiet sein, was nicht eurer Fraktion angehört, müsst ihr mehr Steuern zahlen, wenn ihr Sachen handeln wollt. Und ihr kriegt weniger EP, weniger Ressourcen. Ja, und dann gibt es auf jeden Fall auch noch die Fraktionskriege. Und zwar kann man nämlich eine Kompanie gründen. Das ist so ein bisschen wie ein Clan, der dann für die jeweilige Fraktion kämpft.
Und es werden immer wieder andere Kompanien in der feindlichen Fraktion natürlich herausgefordert, um die Herrschaft von diesem Gebiet, von dieser Siedlung zu beanspruchen. Und desto mehr Gebiete und desto mehr Siedlungen eine Fraktion hat, umso besser natürlich. Man kriegt mehr Vorteile. Und die Siedlung, die neu übernommen wurde, muss nochmal neu aufgebaut werden. Das heißt, die ganzen Crafting-Tische, die auf hohen Stufen gelevelt worden sind, sind auf Stufe 1 wieder und müssen neu hochgelevelt werden. Was natürlich den Ansporn dafür hat, dass man seine Siedlung behalten möchte, weil man alles als Gemeinschaft schon hochgelevelt hat. Und ich finde diese Idee auf jeden Fall richtig gut. Und vor allen Dingen, da es auch so ineinander übergreift, das PvE und das PvP. Man ist nicht gezwungen, PvP zu machen, hat aber trotzdem gewisse Vorteile davon, wenn halt die Fraktion die Überhand übernimmt. Noch dazu kann man natürlich auch einfach in der Open World herumlaufen und sich für PvP markieren. Wenn man das getan hat, kann man von jedem angegriffen werden, der auch PvP anhat. Aber man kann die Leute, die kein PvP anhaben, nicht angreifen. Das heißt, ihr könnt es jederzeit, wenn ihr Lust habt, deaktivieren und ganz in Ruhe farmen und questen und keiner wird euch nebenbei irgendwie abschnetzeln. Und dann gibt es noch einen weiteren Modus, der heißt Rushed Outpost, wo zwei Gruppen verschiedene Positionen halten müssen, so ein bisschen wie in Call of Duty, halt Herrschaft. Und das erste Team, was 1000 Punkte erreicht, hat gewonnen. Ja, und wie sieht das Endgame aus? Also das Endgame fokussiert sich auf PvP und PvE. Wie schon gesagt, mit dem Fraktionskriegen, die ich wirklich sehr cool finde, mit dem PvP-Modus und allgemein, dass man sich duellieren kann und auch immer verbessern kann, um halt den anderen Gegnern besser schlagen zu können. Noch dazu gibt es halt PvE-Content fürs Endgame. Und zwar gibt es Dungeons für bis zu 5 Mann, die so ein bisschen wie kleine Raids gedacht sind. Ich hoffe, da kommen noch größere Raids mit weiß ich nicht wie vielen Leuten, wo man auf jeden Fall einen Tank, einen Heiler und dann noch die Days braucht. Noch dazu gibt es in der Open World gewisse Sachen und gewisse Orte, die wirklich sehr schwer sind, die sind dann von der Verderbnis eingenommen worden und diese muss man dann clearen. Ab 25 kann man es alleine machen, es ist aber schon etwas schwer, aber da es ein Open World Event ist, wird man sehr oft andere Leute mit antreffen und es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, und zum Schluss sage ich euch noch meine persönliche Meinung. Also, es ist eine Beta, die innerhalb eines Monats jetzt dann offiziell released wird. Und ich hoffe, dass das Game eigentlich so läuft, wie es jetzt gerade läuft. Also, wenn ich dieses Spiel spiele, habe ich gerade nicht so das Gefühl, dass ich wirklich eine Beta spiele. Es fühlt sich schon ziemlich vollständig an. Die belebte und schöne Welt, wunderschön. Wenn ihr so durch den Wald rennt, um Sachen abzuernten und Bäume zu fällen, hört ihr in weiter Ferne richtig schöne Klänge von Pflanzen und Tieren, die natürlich leider nicht da sind, aber es passt an sich. Die Musik ist auch sehr stimmig. Man hört in der Ferne Leute Bäume fällen und Steine abklopfen. Und desto näher man rangeht, desto weniger Halt ist. Es ist wirklich sehr atmosphärisch und schön. Die Quests sind ganz okay, sie sind nicht schwer. Dadurch, dass man sehr viel laufen muss, also jetzt nicht in Bezug, dass man wirklich weite Strecken laufen muss, sondern man muss halt viel hinher, so das Typische halt. Sie sind aber ziemlich schnell gemacht, da man nicht so weit weg von der Siedlung muss. Aber es ist nicht so wie in anderen MMOs, dass man halt ein schnelles Mount hat oder mal eben kurz aus dem Stehen sich dahin teleportieren kann wieder. Das klappt nicht. An sich, das Kampfsystem finde ich auch richtig klasse. Es überfordert keinen, ist aber auch nicht langweilig auf jeden Fall. Den Endcontent habe ich mir bisher jetzt noch nicht wirklich angeschaut und das PvP auch nicht. Da habe ich mir bisher nur ein paar Szenen angeschaut, aber ich fand, das sah bisher richtig gut aus. Ja,
Ich kann nur hoffen, dass das Game, so wie es jetzt gerade in der Beta ist, nur besser werden kann. Es ist nicht schlecht für 40 Euro. Da gibt es manche Sachen, die kosten 60 Euro und sind beschissener. Und ich bin mega gehypt. Am 31. August geht's live. Und ich werde auf jeden Fall dann auch streamen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Beta so empfindet. Habt ihr sie gespielt? Habt ihr irgendwo beim Stream zugeguckt oder euch schon Videos angeschaut? Das würde mich mal interessieren. Na gut. Man sieht sich. Ciao.